Studierende, wir begrüßen Sie heute aus dem Lernzentrum Upgrade. Wir möchten Ihnen heute eine Reihe von Büchern vorstellen zu den Vorlesungen Mathematik 1. Das Lernzentrum befindet sich in Gebäude 1 auf der Etage 4. Ja, auch ich begrüße Sie hier im Lernzentrum. Hier kann man verschiedene Unterstützungsangebote wahrnehmen für Mathematik, Physik und Mechanik, beispielsweise den Helpdesk. Da kann man Fragen jeglicher Art stellen. Man kann hier auch jederzeit die Lernflächen benutzen und hier werden auch Mathematik- und Physiktutorien angeboten und gehalten. In meinen Händen habe ich jetzt das Buch Mathematik für angewandte Wissenschaft. Das ist ein Buch, das sich besonders als Einstieg in die Veranstaltung Mathematik 1 eignet. Es ist sehr kompakt geschrieben, es ist kein überflüssiger Ballast dabei und als Leser findet man sich sehr schnell zurecht. Das Buch enthält zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungen und deckt alle Themen ab, die in der Mathematik 1 behandelt werden. Im Untertitel trägt das Buch den Begriff Vorkurs. Es ist daher besonders geeignet vom Übergang Schule zur Hochschule und für die Mathematik 1 Vorlesung sehr geeignet. Ich stelle das Buch Mathematik für das Ingenieurstudium vor von Koch und Stempfle. Dieses Buch ist sehr gut geeignet als Übungsbuch für den Übergang Schule und Hochschule. Es behandelt beispielsweise Themen wie die Potenzgesetze und binomischen Formeln nochmal, das, was man aus der Schule kennt. Und danach geht es los mit LGS, Matrizen, Vektorrechnung, also auch allem, was man für Mathematik 1 braucht. Was sehr schön ist an dem Buch, man hat sehr viele Übungsaufgaben am Ende eines jeden Kapitels. Und diese Übungsaufgaben, die sind geteilt in Verständnisaufgaben, Übungsaufgaben zum Rechnen und in Anwendungsaufgaben. Diese Anwendungsaufgaben behandeln alltägliche Probleme, aber auch Themen aus der Elektrotechnik und dem Maschinenbau. Das nächste Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Buch Anwendungsorientierte Mathematik für ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen von Rudolf Taschner. Rudolf Taschner ist ein begnadeter Erzähler und das merkt man auch in diesem Buch. Viele Kapitel werden durch historische Anekdoten eingeleitet und motivieren das weitere Arbeiten. Das Buch enthält zahlreiche Übungsaufgaben, mit denen das erlernte Wissen vertieft werden kann. Als nächstes möchte ich das Buch Ingenieursmathematik von Schreck und Kirchgessner vorstellen. Dieses Buch ist sehr schön geeignet als Nachschlagewerk. Es behandelt alle Themen von Mathe 1, wie komplexe Zahlen, Differentialrechnung, Integralrechnung. Es geht auch ein bisschen drüber hinaus. Was es nicht ist, es ist kein Übergangswerk von der Schule zur Hochschule. Also das sagt der Autor auch explizit, dass man Potenzrechnung können soll. Ansonsten sind darin sehr viele Beispiele enthalten und durchgerechnet, auch schrittweise, sodass man das Buch sehr schön in einem durchlesen kann. Zur Begleitung der Vorlesung Mathematik 1 habe ich Ihnen heute auch ein Schulbuch mitgebracht. Mathematik Neue Wege vom Schrödel Verlag. Das ist ein klassisches Schulbuch. Es deckt alle Themen der Vorlesung Mathematik 1 ab und als Schulbuch werden die einzelnen Kapitel ausführlich motiviert. Es gibt viele durchgerechnete Beispiele und eine Unmenge an Übungsaufgaben.